Ich wusste gar nicht, dass es so eine Phobie ist. Angst vor Spritzen. Ich mag es auch nicht. Ich hasse Spritzen, wenn ich eine Spitze bekomme. Manchmal heule ich dabei, weil mir das einfach zu viel wird. Die schlimmste Zeit, wo ich Spritzen bekommen habe oder wo mir Blut abgenommen worden ist, ist ja halt eine Spritze, ne? So eine scharfe Nadel. Das war in der Zeit, wo ich schwanger war, also zwei Schwangerschaften. Da habe ich geheult, emotional, komplett am Arsch. Dark. Nö. Ich war schon mal in so einem Dark Room. Man sollte, also das war so ein Klassenfahrt-Ausflug gewesen. Und wir sollten lernen, wie es ist. Wie so die Perspektive eines Blinden kennenlernen. Es war komplett alles dark. Du hast gar nichts gesehen. Wir wurden halt an die Hand genommen und durch dieses Zimmer geführt. Also das fand, da hatte ich keine Phobie. Ganz ehrlich, war eine sehr gute Erfahrung gewesen. Small spaces. Ja, Platz 2 machen wir mal. Doch, Platzangst. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich sie habe. So. Doch, wenn sich mein Mann auf mich legt und mich so drückt beim Kuscheln. Oh, ich habe Platzangst. Oh, lass mich raus. Ich bekomme keine Luft mehr. Special Interactions. Ich verstehe das nicht. Ist das, dass man irgendwie mit einem neusprachigen Leuten zu tun hat? So Angst vorm Sprechen in der neuen Sprache. Boah, wenn nicht ich? Ich kenne mich da richtig gut aus. Doch, man hat schon Zweifel, aber eine Angstphobie, obwohl ich kenne da eine Person, die Angst hat. Die Angst hat, mit Menschen zu sprechen, die nicht ihre Sprache sprechen. Flugangst. Ja, ich habe auch Respekt vor Fliegen. Hab Schiss. Aber so schlimm sehe ich das jetzt nicht. Bis jetzt habe ich noch nichts Schlimmes hier gesehen. Ah, Angst vor Bazillen. Da wird mein Mann sagen, du hast es. Hundertprozentig. Du hast, ja. Aha. Platz 1, gut verdient. Ich habe Angst vor Bazillen, ja.